Mir geht's nicht gut. Wo ist meine Mama, wenn ich sie brauche? So. Will ich was essen? Und wann will ich was essen? Was will ich essen? Ich bin knochentrocken. Das ist das Einzige, was ich weiß, Alter. So, wo haben wir es das letzte Mal geschafft? Hier haben wir es geschafft und hier haben wir es geschafft. Und ich glaube einmal hier. Da, die Map ist mir unbegreiflich, wie ich gewinnen soll. Da geht einfach viel zu viel ab. Hier geht viel zu wenig ab. Hier ist alles in der Mitte. Die hielt ich immer für gefährlich, aber da habe ich es geschafft. Die ist natürlich ein Classic. Machen wir die mal. Gibt's das? Mann, so ein Pech muss man mal haben. Ja, blöd, Toad. Ganz blöd für dich. Wie das ein anderes Geräusch macht, nur weil ich unter Wasser bin. Oh, okay. Sorry. Ich dachte, da war wer. Ja. Ich fahre direkt rein auch noch. Komm, ein Pilz. Oh, das ist ja nice. Am besten gleich Bowser ficken mit seinem roten. Ah, jetzt habe ich gepanikt, Alter. Und ich treffe nix. Mit einem Stern kann man normalerweise zwei Ballons killen. Bei einer Person. Und Bowser hat den roten immer noch. Hebt er den sich extra für mich auf? Jetzt hat er ihn draußen. Das ist Bowser mit seinem schwulen roten Panzer, Alter. Und da ist Toad mit seinem. So ein Wichser, und dann kriegt er nicht einmal Glück gehabt, dass die Invisibility Frames noch da waren. Aber Bowser, was hatte der gerade? Der fährt in mich rein und trifft meinen Grünen nicht. Okay, weil Luigi kann gefährlich werden. Der war wasted, aber ich wollte ein besseres Item. Aber Luigi hat einen Stern, nicht gut. Das ist nice. Ich möchte sie trotzdem zur Defensive verwenden. Nicht einfach in irgendeinen reinfahren. Weil es ist immerhin noch ein Free-for-All. Mit 8 Leuten insgesamt. Das kann ja urlange dauern, wenn man gescheit ist. Man könnte ja so immer einzelne Videos hochladen pro Map und irgendwann bläst einen der Algorithmus, keine Ahnung. Will ich das, ist die Frage. Also, ich will natürlich immer Mario Kart spielen, das ist ganz klar. Sorry, Bowser. Wer hat nur noch einen? Alle haben noch zwei. Oh. Aha. Ich lass mich einfach von ihm treffen. Das war nicht das, was ich wollte. Aber immerhin hat er jetzt keinen roten mehr. Ich hätte so gern Pilz. Bombs?
weiß, spannend hier. Trotzdem muss ich ganz kurz auf den Chat schauen. So. Rob hat die Macht, mich zu beenden mit seinem roten. Peach jetzt auch. Tschüss, Bowser. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein, nein. Oh, danke, Toad. Danke. Er ist reingefahren. Er ist einfach in Robs Panzer reingefahren. Peach hat noch einen roten, das ist scheiße. Bitte klar den roten, bitte klar den roten. Ja, klar einfach den grünen. Toad hat einen Stern, nicht gut. Sorry, mein kurzer Krampf. Peach, schießt nicht auf mich. Auf was wartet ihr eigentlich? Worauf wartet die Tante eigentlich die ganze Zeit, ha? Oh Gott. Ich muss wirklich eine Zeit lang im Kreis fahren, bis sie irgendwie den Roten los wird. Jetzt hat Rob einen roten. Das ist ein Thriller eigentlich. Jetzt haben drei Leute rote Panzer, Alter. Und keiner von ihnen hält es für nötig, ihn zu schießen. Sehr interessant. Da geht dann richtig. Vor allem, ich würde so gern einfach mal wieder was einsammeln. Da kommt Peach. Okay, ein roter weniger am Feld. Ja. Und ich schau jetzt. Ich schau nicht hin. Komm, komm. Okay. Toad hat einen roten, das gibt's doch nicht. Ich pack das nicht. Was ist denn das für ein Dreckspiel? Gut gemacht, Toad. Ich sehe gerade die Reflexion. Cool. Jetzt weiß man, dass ich eine rosa Box habe, auf der mein Handy liegt. Na wurscht, war gar nicht so schlecht. Und die Map ist auch nicht so schlecht. Ich glaube, das war mein absoluter Liebling als Kind. Ich drücke einfach die falsche Taste. Das Blöde ist nur, es ist eine Map, wo man runterfallen kann und in jedem Videospiel falle ich runter, immer. Deswegen kann ich mit meinem Lieblingsitem, dem Pilz, hier nicht so viel Schaden anrichten. Ohne vorsichtig zu sein zumindest. Bowser gut erweitert. Und jetzt drei Bananen als Backup. Alle drei weg. Danke, Daisy. Ich bin blind. Ich bin einfach blind. Das ging schnell. Selbe Map nochmal, weil das sehe ich nicht irgendwie als ganze Runde. Das hat. Oder? Ne, ich will die Map spielen. Aber ich glaube, es gibt keine einzige schlechte Map. Nein, 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 nein.
Ich glaube daran. Pilz, 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 Pilz. Und ich schieße den Roten einfach komplett ins Leere. Warum sind meine Roten so schlecht? Als ob der da nicht abbiegen hätte können. Und ich habe auch gleichzeitig den Roten von Daisy entschärft und habe jetzt die Chance. Ja, Mann. Und ich hätte einfach weiterfahren müssen. Ich Trottel bremst da ab. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Man kann da reinpusten und dann geht's 10-mal schneller, als wenn man es mit dem Knopf macht. Und ich schaff's einfach nicht. Ich schaff das einmal alle paar Tage. Immer wenn die Sterne allein sind. Und schon wieder von Bowser gefladert den Ballon. Richtig gemeiner Knochendrücken. Immerhin mal ein Bombentreffer ist doch auch was wert. Und das kriege ich? Ja, Mann. Genau das, was ich wollte. Aber genau das, was ich wollte. Und ich verkack. Da war ich zu greedy. Nein, das will ich drücken. So. Easy. Mario dodgt einfach, okay. Bowser hat nur noch einen. Wäre doch echt toll, Bowser mal loszuwerden. Bowser ist weg. Und Toad macht einfach ein No-You. Und nochmal ein No-You. Alter, der Toad. Ganz mieser Kerl. Wer ist das die ganze Zeit? Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, wer. Ich denke immer die ganze Zeit passiv spielen zu müssen. Vielleicht spiele ich nicht gut genug defensiv passiv. Vielleicht muss ich wirklich reinholzen, wie der Franzose sagt. Oder so ein Mittelding halt finden. Aber jetzt zum Beispiel kann ich ja wieder Rob einen wegnehmen. Und wenn ich gut bin, treffe ich ihn jetzt. Ich treffe ihn nicht. Ja. Hätte ich den nicht geschossen, hätte ich den jetzt... Hätte ich den Grünen verwenden können, um mich zu verteidigen. Wow, er bläst ihn instant auf. Er kriegt ihn einfach. Blub. Er spawnt einfach. Oh, ho, ho. Das wäre natürlich toll. Ich da, okay, nein. Ich habe Daisy zu spät gesehen. Ich habe Daisy zu spät gesehen. Und da kriegt man 3 Pilze. Da fällt man aber auch oft runter. Ja, ist doch egal. Die habe ich so wenig gespielt. Stimmt, die mochte ich als Kind, glaube ich, nicht so sehr. Schon wieder so ein Krampf im Bauch. Oh, zwei getroffen damit. Okay, okay. Wenn ich mich wirklich aufrege, ist bei der Map, wenn Bowser einfach in mich reinfährt und ich dadurch runterfall. Fick dich, Peach. Fick dich, Waluigi.
Diese Affe, Alter. Da ist Bowser. Er verkackt. Und die Vergeltung ist hier. Und natürlich kann ich ihn nicht runterschubsen. Er ist das Heavyweight. Ich hasse ihn. Komm, Bowser. Hätte ich eine Sekunde gewartet. Bowser. Okay, dann Mario. Ja, ich glaube, die ganzen Choke Points helfen mir auf dieser Map, dass ich nicht sofort sterbe zumindest. Sagte ich, während Waluigi um die Ecke kommt. Ich möchte nur festhalten, hätte ich eine Lunge, wie ein normaler Mensch, hätte ich einfach aufpusten können und mir wäre es nicht passiert. Nintendo hat wirklich nicht an die Behinderten gedacht. Oh scheiße, Mann, ich war noch durchsichtig. Gilt's das? Da hat man 3 Pilze geklaut und keinen einzigen Ballon. Nein, im Gegenteil, man kriegt sogar noch auf die Fresse, wenn man einfach so von sich selbst überzeugt ist. Oh, sein Panzer hat seinen Panzer gekillt. Oh, okay, ich krieg eine zweite Chance. Das ist nice, das ist sehr nice. Jetzt fühle ich mich gleich so viel besser. Peach hat verschissen. Vielleicht macht Mario... Ja, Mario macht dasselbe. Dieser Chokepoint hier hat mich vor 3 Roten gerettet. Vier Roten. Ganz schön erotisch hier. Die müssen sich ja nur gegenseitig wegfetzen. Und dann komme ich mit meinem Pilz. Man kann leider nicht 4 Ballöner haben, weil sonst würde ich eh schon die ganze Zeit hunten. Ja, ich denke, das ist ironischerweise die leichtere Map. Obwohl ich sie als Kind gar nicht konnte. Vor allem, ich muss hier wirklich nur stehen bleiben. Da kann man ja so ein Luigi wins by doing absolutely nothing Meme machen. Jetzt hat Peach einen Pilz, das ist scheiße, aber ich habe noch nie gesehen, dass die AI irgendwas Gutes mit dem Pilz macht. Ja, ein bisschen langweilig zum Zuschauen ist das jetzt schon. Ich möchte eigentlich auch wieder los und Leute hunten. Andererseits funktioniert es halt gerade sehr gut. Da, tausende rote Panzer, die daneben gehen. Aber nur weil die AI nicht checkt, dass sie... Da, schon wieder, habt ihr das gesehen? Sieht man das auf der Minimap oder ist mein scheiß Schädel davor, meine scheiß Reflexion? Ja, okay, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Okay, gut, aber die Diskrepanz. Ein roter Panzer hat mich getroffen, 8 oder so, 7 haben mich nicht getroffen. Die Ecke hat sich voll ausgezahlt. Eigentlich könnte ich weiter drin stehen bleiben. Oh, jetzt habe ich einen roten. Und Waluigi macht, was auch immer Waluigi gerade machen wollte. Rob ist One-Shot, Waluigi ist One-Shot, ich bin Two-Shot. Okay. Okay, okay. Das sehe ich gerne. Rob ist weg. Und jetzt nur noch einmal Waluigi wegmachen. Oh Gott, jetzt war ich dumm, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Aber nur weil ich ihn gesehen habe auf der Map. Komm, komm. Ja, bitte, Alter. Auf der Map geht das viel leichter als auf den anderen. Habe ich gewonnen einfach. Ja, hab ich einfach mal gewonnen hier. Was soll denn das, oder? Auf der Map bin ich konsistent. Sehr interessant. Die da kann ich gar nicht. Die da kann ich extrem gar nicht. Da habe ich schon mal gewonnen. Die will ich nicht fahren, einfach nur weil die meiste Action sich dann in der Mitte konzentriert. Spielen wir es mal anders. Ich werde heute noch speiben, ich spür's schon. Komm, einmal. Was mache ich falsch? Ich schaff's einfach nicht.
Der Sound war abgeschnitten, lol. Jetzt nur kein Buhu, einfach nur kein Buhu, der mir die Pilze hier wegnimmt. Komm mal, Luigi, schieß. Weil Luigi hat geschossen, meine Damen und Herren. Ich habe ihn getroffen, okay, und jetzt? Oh, jetzt hat er einen roten, das ist natürlich blöd. Dabei wollte ich ihn... Nehmen wir die einen weg. Gott, ich liebe die Pilze. Roman wird hier zum Mushroom Addict, Leute. Ich weiß nie, ob die Kamera drauf ist. Aber bis jetzt war es immer ganz gut, also muss ich einfach so sitzen bleiben. Dieser Wichser, Alter, den nehme ich erstmal einen Ballon weg. Das war eigentlich ziemlich dumm von mir. Da habe ich mich schon wieder von meinen Emotionen leiten lassen, Alter. Ich handle immer aus dem Bauch heraus, das ist schlecht. Und er sniped mich einfach. Ich unterschätze die AI anscheinend. Komm, Daisy. Komm, Daisy. Oh, oh. Bombe einfach. Komm, Daisy. Easy. Komm, Mario, schieß. Das ist doch so... Wie viel Pech kann man eigentlich in einer Runde haben? Die ganzen Grünen treffen mich. Oh, das wollte ich nicht. Komm, bremse wieder. Die Map ist halt auch sehr offen. Da gibt's nicht so wie bei einer anderen Map irgendwie einen Spot, wo man stehen bleiben kann und dann wird alles gut. Oh, Bowser zerstören wäre natürlich geil. Jetzt sind einfach den letzten Ballon klauen. Am Ballon-Gratis-Tag. Nein, ich schaff's nicht! Ich hab's einfach nicht hingekriegt! Hätte ich wieder mal eine Sekunde gewartet, ich hab keine Trigger-Disziplin, Alter. Oh. Defensiv oder aggressiv? Die Dinger schützen mich sehr gut. Ich will die eigentlich behalten. Ich will die eigentlich nicht wegschießen. Ich bin so ein Idiot. Da schaut man auf die Minimap, dann schaut man da hin, dann schaut man da hin. Jetzt fühle ich mich gar nicht... Holy shit, Alter, das hätte es gewesen sein können. Ich habe ja noch Reserveballons, ich glaube, warum mache ich nichts? Ja, ich darf mich jetzt nicht darauf verlassen, ich habe schon so viele Pilze gekriegt. Muss ja auch ein bisschen... Als ob, das ist mir noch nie passiert. Und auf den letzten Reserveballon aufblasen. Jetzt habe ich noch genau 3. Wenn ich jetzt einen Pilz kriege, ist natürlich schade. Muss ich ihn mehr aufheben. Banana Slimer. Da kommt der Rot. Es ist doch so wahnsinnig schlecht, Tod. Fick dich, Tod. Scheibe, Scheibe. Bitte, 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 bitte. Bitte. Das war nice. Was war mit dem Roten? Wo wollte der hin? Ich fühle mich betrogen. Ja. Ja. Mann, die Pilze sind der Game Changer gerade. Bowser ausgeschieden, wer steht denn noch? Mario hat 3. Okay. Mal Luigi raus, das ist gut, da muss ich meinen Pilz nicht dafür hergeben. Daisy hat einen roten, das ist scheiße. Aber machen wir das, was ich letztens versucht habe. Scheiße. Wurscht, Daisy hat noch nichts. Weil, wenn Daisy den Roten schießt und ich mich dann wegbooste, ist der Rote ja weg. Wäre aber auch cool, Daisy zu zerstören jetzt. Die hat nur noch 2. Wie defensiv ich gerade spielen muss.
Aber sie will ja nicht auf irgendwen schießen, sie behält den roten Panzer einfach für 3 Minuten oder so. Ich will das gewinnen. Ich glaube, ich schaffe das. Ich habe schon wieder so Fettschleim im Hals. Oh, 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 bitte, bitte nicht. Warum schießt sie denn nicht? Sie schießt auf keinen von uns dran. Ich verstehe es nicht. Und warum ist das noch kein E-Sport, Alter? Keiner von den dreien schießt irgendwas, merke ich gerade. Mario hat doch auch schon seit 10 Jahren diese Bombe. Was ist los? Komm Rob, du hast mich vorhin so gut gesniped mit deinem Grün. Ich raff's nicht. Was machen die? Ist das irgendwie so eingestellt, dass die ab 5 Minuten einfach braindead sind? Die müssen doch kämpfen. Gegeneinander wenigstens. Oder schieß doch auf mich, Daisy. Komm, ich bin direkt hier. Schieß doch, Daisy. Was ist los? Jetzt mal No-Joke, ja? Man sieht das, oder? Die drei fahren seit keine Ahnung wie lange mit ihren Items herum und schießen sie nicht. Ich will wissen, was da los ist. Ich meine, ich tue sie auch nicht, aber... Komm Rob, nimm mir doch einen Ballon weg oder so. Ich will meine zwei Pilze nicht verschwenden, wenn ich schon 3 Ballons dranhängen habe. Komm Daisy, jetzt schieß doch mal auf mich. Du standst doch gerade so gut dafür. Was ist los mit euch, Jungs und Mädel? Ich raff's nicht. Was ist los? Spiel kaputt gegangen? Sie schießt einfach nicht auf mich. Das hätte mich doch getroffen. Komm, Daisy, jetzt schieß doch deinen scheiß roten Panzer mal. Du machst mir voll Angst. Ist alles gut mit euch? Und sie bläst einfach instant den anderen Ballon auf. Bitte schieß jetzt. Verdammt nochmal. Schieß deine Bombe, schieß deinen Panzer, was ist los? Ich bin hier in einer Creepypasta, ganz klar. Und Luigi war echt. Moggy muss mir das bitte mal erklären. Was viele nicht wissen, ist, dass wenn man beim klassischen Super Mario Kart 10-mal hintereinander aufs selbe Klo geht, wird es beim 11. Mal lebendig. So, mir reicht's, Alter. Komm, Daisy, schieß mich ab. Was war jetzt? Okay, wurscht. Gut, von mir aus. Wenn es euch nichts wert, dann ist das... Und er pustet seinen Ballon wieder auf. Holy shit, Alter. Muss ich jetzt wirklich passive Bots wegschießen? Das ist nicht der Stream, den ich wollte. Was macht sie denn? Warum will sie den roten Panzer nicht einsetzen? Ich versteh's nicht. Was sind das für Mindgames, die hier mit mir spielen? Ja, jetzt hat sie ihn. Endlich, Alter. Komm, Daisy, schieß. Und daneben, haha, mein Trick hat funktioniert. Ich habe den Boost ausgenutzt. Das erklärt zwar immer noch nichts, aber immerhin, Alter, immerhin brauche ich jetzt nicht mehr Angst haben. Und ich treffe nichts. Ich krieg kein einziges Item gerade. Komm. Daisy hat nur noch einen. Danke, Rob. Hm.
Magenkrampf, aber ich muss ein Gamer sein, um das ignorieren. Komm, Mario. Jetzt hat er die Bombe ins Leere, finde ich gut. Passt. Stirbt Daisy. Mario hat einen roten, scheiße. Komm, Mario. Und es hat schon wieder geklappt. Ah, habe ich auch die Schwachstelle in dieser Map gefunden. Schon zwei rote Panzer auf die Art ausgewichen. Komm. Komm, komm. Was kriege ich? Hübsch. Und Mecho. Oh, er hatte noch eine Reserve auch noch. Das ist ja lame. Bis jetzt war der Modus richtig spannend und gefährlich und herzrasend. Und jetzt habe ich das Spiel einfach kaputt gemacht. Na, das heißt ja nur, dass ich dann die schwereren Maps versuchen werde. Das hätte backfiren können. Ohohohoho. Und Mario ist auch gleich weg. Und jetzt 3-3 gegen einen Typen, der seit 6 Minuten nichts macht und nicht mal seinen Panzer wegschießen will. Ich glaube, ich muss die KI wirklich triggern irgendwie. Zumindest mal in ihn reinfahren und schauen, ob er darauf reagiert. Mann, das war jetzt aber schlecht. Ich will das nicht verlieren. Nicht so. Ich will, dass der mich bekämpft. Dann sehe ich es auch ein, wenn ich verlieren würde. Komm, Rob. Er verschwendet seinen Pilz, okay. Ich habe einen roten, auch cool. Ich verschwende meinen roten. Er hat nichts mehr auf Reserve, wie ich sehe. Mann. Okay. Ach komm, Rob. Das ist eigentlich der Schlechteste. Das ist ja urzart. Oh mein Gott, das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Wurscht, sobald sein Stern aus ist, habe ich gewonnen. Das ist doch jetzt nicht wirklich passiert. Ich kann das actually noch verlieren, der hat einen roten. Wenn ich jetzt richtig mieses Unglück habe, dann trifft er mich. Das ist auch schon passiert. Komm, 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 bitte. Das war eine unnötige Runde. Die andere hat zwar länger gedauert, die ich gestern hatte, aber da ist auch mehr passiert am Ende. Aber immer noch ein fantastischer Modus. Unzählige Stunden Spaß. Will ich das? Das sind vielleicht 2 Minuten Spaß, wenn ich es lange überlebe. Aber das muss aber auch möglich sein. Sorry, aber Leute, die eine Lunge haben, haben doch so einen krassen Vorteil. Die müssen einmal da reinpusten, der Ballon ist da und können dann sofort losfahren und werden nicht von Rob abgeschossen. Ich schaff's einfach nicht!
Sorry, aber das ist doch... Das ist doch... Wo ist denn die Barrierefreiheit, Nintendo? Ich weiß noch, wie die Wii beworben wurde mit Even Your Grandma Can Play. Ja, für den Nintendo DS trifft das aber gar nicht zu. Hey Wood, hallo. Scheiße, habe ich den Chat schon wieder nicht gelesen. Wieso gibt's kein Geräusch, wenn jemand in den Chat schreibt? Hallo. Ich hab's geschafft. I hope I read it soon enough. Alter, ich habe jetzt 11 Minuten nicht auf den Chat geschaut. Ich bin der schlechteste Streamer. Warum schreiben immer nur Leute dann, wenn ich nicht hinschaue? Das ist immer so. Okay, okay. Ja, ne, da kommt keine Antwort mehr. Einfach super gut spielen, dann gewinnt man. Sorry, aber habt ihr das gesehen? Jeder andere Mensch hätte das schnell genug aufgeblasen und wäre jetzt noch am Leben. Ich versteh's nicht. Was ist mit meiner Lunge? Da wurde noch nichts dir... Doch, wurde. Lungen... Wie heißt der Blödsinn? Lungenembolie war doch 2022. Aber... Nein, das kann's nicht sein. Wurscht, egal. Wir spielen es ein bisschen sicherer. Wir blasen gleich am Anfang beide auf. Seht ihr, wie lange das mit dem Knopf dauert? Seht ihr, wie lange das mit dem Knopf dauert? So geh. Komm, komm, komm. Ich schaff die Map, ich schaff die Map. Und ich bin knochentrocken. Guy in Chat, sorry for not reading your message. I was rambling about this almost 20-year-old game, which I can't beat as an adult. Seht ihr, was das für einen Unterschied macht? Der ist instant da! Und ich habe jetzt nur Glück, dass ich aus irgendeinem Grund richtig geatmet habe. Die Map hat's in sich, Alter. Man wird sofort beschossen, Alter. Das ist wirklich die schwerste Map. Aber ich schaff das. Ich schaff das jetzt. Come on. Schwer. Da, was habe ich mir dabei gedacht? Das war einzig und allein meine Schuld. Ich habe ihn doch gesehen. Wieso habe ich nichts gedrückt? Oh, Peach mit ihrem Stern. Oh, Peach mit ihrem Roten. Ich mit meinem Roten. Wario mit seinem Roten. Ach, ich hasse dich so sehr, Wario. Diese Querschläger ficken einen extrem. Oh, ho, ho, das ist aber Gas. Komm, einmal noch. Kannst du aufhören, deine Ballons so schnell aufzublasen, du... Tod ist also gut im Blasen, das merken uns Leute. Exposed. So schlecht. Es ist so schlecht. Was hat diese Map, dass die mich keine Minute leben lässt, Alter? Auf jeder anderen Map dauert es doch mindestens 3 Minuten, bis ich ausscheide. Come on. Ich schaff's einfach nicht. Und der klaut mir einfach instant den Ballon, den ich gerade aufgeblasen habe. Gut gemacht, Toad. Ich kann nicht einmal sauer sein, das war ziemlich nass. Das allerdings war alles andere als nice, Mario. Komm, Toad. Komm, Toad. Wir haben noch eine Rechnung miteinander offen. Du hast da was, was mir gehört. Und er macht einfach das Ausweichmanöver des Jahrtausends.
Kommt Tod. Soll der Tod dich holen? Zack, eins, zwei. Nicht an ihn verschwenden, der hat gerade abgekriegt. Du bist dran, Wario. Ja. Was? Nicht einmal das war schnell genug? Wario hätte mich jetzt einfach beenden können. Na bitte, na bitte, na bitte. Jetzt muss ich... Ich will aggressiv spielen auf der Map. Ich hasse gerade jeden hier. Ich will hier wirklich einfach Frags machen. Und das Problem ist, es ist ein Freefall. Da wäre es doch schlauer, sich zurückzuhalten. Aber wir haben ja vorhin gesehen, dass das auch nicht immer was bringt. Was passiert eigentlich, wenn man rückwärts in die Röhre reinfährt? Okay. Das war's nicht wert. Das war's nicht wert. Musste ich das unbedingt jetzt checken? Hallo Toad. Gut, jetzt wo ich die Pilze alle verbraucht habe, kann ich auch aggressiver sein. Ich brauche ja gerade wirklich meine Heinz-Doofen-Schmerzfalle, in der Hoffnung, dass da jemand raushüpft und zack in den Block ran. Itemkiste. Yoshi. Okay, Yoshi schafft es nicht ganz, nein. Ich fühle mich ein bisschen zu sicher. Ich glaube, jeden Moment könnte was passieren, was ich bereuen werde. Gibt es auf jeder Map vielleicht so einen Spot, wo man so halbwegs sicher ist? Oh mein Gott, ich habe sie gekillt, aber zu welchem Preis? Jetzt zerstört euch doch ein bisschen untereinander. Und die Falle hat zugeschnappt. Wer ist ein... Okay, Donkey Kong, Yoshi, Toad, Waluigi hat nur noch einen. Das ist ja nice. Will ich Waluigi wegkriegen? Donkey Kong hat einen roten, das ist scheiße. Was war das von mir, Alter? Das war ja komplett unnötig. Oh. Die haben alle einen roten, außer Yoshi. Ist gerade irgendwie ausgeschieden, Mann. Das war nur eine Hupe. Ah, Waluigi. Ich hoffe, man hat das in der Minimap gesehen. Er hat sich einfach selbst gekillt. Ah, Waluigi hatte gerade riesiges Pech. Hallo, Yoshi. Und auch Yoshi ist ziemlich dumm gewesen gerade. Nicht so dumm wie Waluigi, aber doch sehr dumm. Donkey Kong kann mich noch ficken mit seinem Boten. Es wäre natürlich maximal scheiße, wenn ihm das gelingt. Deswegen muss ich einfach jetzt warten. Banane ist draußen. Ja gut, man sieht nie beide Screens, wenn ich so blöd bin. Ich brauche noch eine größere Box anscheinend. Donkey Kong könnte jetzt jeden Moment raushüpfen. Oh nein, er kommt einfach von der Richtung. Und baut sich an. Okay. Okay. Aber nicht voreilig Party machen.
Jetzt erstmal den Sack zumachen hier. Oh Gott, nein, du klaust mir nicht meinen Roten. Ha, Glück gehabt, I guess. Yoshi gefickt. Yoshi hat mich gefickt. Yoshi wird gefickt. So, 2 zu 1 steht's. Donkey Kong hat nichts. Er hat nichts. Ich habe 3 Bananen. Komm, Donkey Kong, willst du eine Banane? Komm her. Komm her, du dummer Affe. Er hat einen roten. Er hat einfach einen roten. Ich habe 3 Pilze, okay. Okay. 3 Bananen, 3 Pilze. Komm, Donkey Kong, bei mir verhungerst du nicht. Komm her, du Affe. Ich mein's ernst. Ich fick deine Eltern, Alter. Komm her, Dicke. Komm. Und danach verbuddel ich Cranky, Alter. Cranky aus Buddeln, Alter. Ja! 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 Ich hab einfach gewonnen. Aus Berne. Da seht ihr, Kinder, immer an euch selbst glauben, dann erreicht ihr das Meister. Und lasst euch das gesagt sein von einem Arbeitslosen mit 20.000 Euro Schulden, der am Montag nichts Besseres vorhat als Nintendo DS spielen. Ich bin einfach der größte Gewinner aller Zeiten. Ich habe einfach auch diese Map schon geschafft. Welche fehlt denn noch? Die hier. Die habe ich schon geschafft, ja. Die hier fehlt, dann habe ich auf jeder Map... Ich hole nur kurz Wasser. Okay, schauen wir mal. Machen wir spannend, ja? Machen wir spannend. Ich werde ja heute eh nochmal streamen, Mario Kart, ja? Wir machen das jetzt für alle YouTube-Zuschauer spannend. Weil die können anhand des Timestamps erahnen, ob ich gewonnen oder verloren habe. Weil, egal ob ich gewinne oder verliere, das ist jetzt die letzte Map, dann mache ich wieder Pause. Boah, der Tag vergeht so viel schneller, wenn man einfach ein DS hat. Spannung pur, Leute. Vielleicht finde ich ja wieder einen Exploit. Sehr ruhig bis jetzt alles. Das habe ich gut gemacht. Und da kommen gleich die nächsten mit den roten. Nein, Peach, lass mich in Ruhe. Peach, lass mich in Ruhe. Boah, das war knapp. Das war knapp. Man darf ja nicht ins tiefe Wasser, weil das ist ein Ballon-Minus. Mario mit dem Stern, nicht gut. Er schafft's einfach und sorgt dafür, dass ich all meine Pilze verliere. Und dann schaffe ich es nicht mal, jemanden im Ballon zu stehlen. Ich hätte warten müssen. Oh, diese Map kriegt eine Revanche im nächsten Stream. Der eh dann, keine Ahnung. Ich gehe dann kurz in die frische Luft oder so. Ich glaube langsam wirklich Krebs zu haben. Oh, da sind schon wieder 3 Pilze. Komm, Mario, ich habe was gegen dich gerade. Habe ich jetzt einen Minus. Top-Tier Mario Kart Moment.
Ich wurde einfach doppelt, dreifach, oben, unten, trippel, vierfach gefickt. Top Mario Kart Moment, Alter. Ich gehe da mal ein Loch in die Wand schlagen. Nein, ich muss mein Versprechen einhalten. Ich mache kurze Pause. Ist eh leider keiner im Chat. Mann, das wäre ein potenzieller Follower gewesen. Ich hätte einfach nur Hello zurücksagen müssen, aber nein. Warum macht Twitch? Jede andere scheiß App macht irgendeine Art von Notification Sound. Nur eine fucking Twitch nicht, Alter.